Willkommen zurück. Ich habe mir jetzt mal lamerweise angeguckt, was so andere gemacht haben. Um jetzt Lucius durch diese scheiß Mission durchzukriegen. Ich habe letztens schon eine Folge aufgenommen und habe es halt dann komplett verkackert. So richtig schön mäßig. Und jetzt schauen wir mal, ob ich es jetzt hinkriege. Jetzt müssen wir kurz hören, ob die Olle vorbeiläuft. Tür. Also noch kurz ein bisschen rundschillen. Ist ja, was das Laufen betrifft, nicht so mega schnell. Sollte reichen. So. Das machen wir jetzt kaputt. Was zum... Ist da jemand? Ist da jemand? Wieso kann ich da jetzt nicht reingehen? So. So. Okay, haben wir dann auch schon übersprungen, sind jetzt wieder im Bett gelandet. Morgen, mein Schatz. Hast du fein geschlafen? Sei ein guter Junge, Lucius, und sieh nach, ob Alistair Hilfe sauber hat. Machen, Essen holen, am besten alles gleichzeitig. Oh, verpiss dich. Weiß ich, warum Mary immer so durcheinander war. Ich dachte, das Essen steht schon hier und ich müsste bloß Kackpups machen, aber leider nicht. Was macht sie denn da? Das war's? Hey, Guapo. Ich habe jetzt wirklich keine Zeit für dich. Agnes wartet auf mich. Essen holen, am besten alles gleichzeitig. Weißt du, jetzt weiß ich, warum Mary immer so Krähe gesehen. Ich habe hier vorher noch nie eine gesehen. Ah. Wir haben das Rattengift. Die Bibliothek. Bibliothek. Geht's denn hier jetzt hoch?
da geht's hoch. Ist aber falsch. Oh. Bisschen ist es nervig mit dieser Karte. Vielleicht stelle ich mich da auch bloß einfach drauf an, ne? Davon abgesehen, aber so ein bisschen. Ja, haben wir es doch. Die Leute reden über Geister. Ich habe jetzt wirklich keine Zeit für dich. Agnes wartet auf mich. So. Was machst du? Ich bin beschäftigt und habe gerade keine Zeit für dich. Ganz cool, wie das Tablett hier nach links hält. Ach, manchmal ist es echt ein bisschen zum Verrücktwerden hier. Geht es dir gut, Junge? Ja, ja, die Klappe. Wo warst du, Lucius? Ich habe auf dich gewartet. Fuck off, ich mache jetzt hier keine Schulaufgaben. Ja, stattdessen renne ich hier lieber blöd durch die Kante rum. Oh Mann, ey. Geh mal einen altbekannten Weg. Über den Platz. Ich musste ja irgendwie diese Scheiße präparieren, ne? Dass die halt dieses blöde Rattengift frisst. An sich ja gar nicht schwer, aber. Sehr gut. Ja. Redet er mit mir? Da werden da jetzt alle denken, dass diese andere Angestellte das war, oder? Ja, zumindest ziemlich dufte. High 5. Neue Fähigkeit, was? Ah. Das ist ein klarer Fall von Vergiftung. Und ich muss noch einmal alle im Haus befragen. Wer bereitet hier zurzeit das Essen zu? Ich glaube, es war Jovita. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie so etwas getan haben könnte. Oh mein Gott, warum passiert sowas? Ich entscheide, wer zu was fähig ist, Mr. Wagner. Was halten Sie davon, das Haus für ein paar Wochen zu verlassen, bis sich alles beruhigt hat? Das können wir unmöglich tun, Mr. McGuffin. Das ist unser Zuhause. Wir wollen die Sache in Ordnung bringen. Die Autopsie ergab eine Vergiftung. Nach der Befragung aller Personen im Haus schien es, als hätte jeder einen Grund gehabt, sie nicht zu mögen. Jovita, das lateinamerikanische Dienstmädchen, hatte ihr das Essen gebracht. Aber das reichte für eine Anklage nicht aus. Ich hatte keine Beweise für eine Manipulation. Weihnachten stand vor der Tür und ich wurde von Mr. Wagner zum Abendessen eingeladen.
Ich wollte nicht an einem Tisch mit einem möglichen Mörder sitzen, aber ich wollte mehr erfahren. Ehe ich die Chance bekam, mich umzusehen, passierte etwas anderes. Keine Zeugen. Keine Beweise. Etwas, das nur unter ganz bestimmten Umständen passieren konnte. Das richtige Wetter, der richtige Ort, die richtige Zeit. Okay. Dann schauen wir uns das an, wie das funktioniert haben könnte. So, jetzt lernen wir aber erstmal zur Fähigkeit die neue kennen. Ah, mein Junge, solch außerordentliche Ergebnisse. Ich bin von dir tief beeindruckt. Hör zu, ich muss dir noch etwas anderes beibringen. Tief in dir steckt die Fähigkeit, in das Bewusstsein der Menschen zu sehen und ihnen zu sagen, was sie tun sollen. Natürlich praktisch. Lass uns diese Fähigkeit gemeinsam erschließen. Jetzt folge meinen Anweisungen. Oh, sehr gut. Das ist mein Junge. Ja, und sie haben diesen Einfluss. Okay. Oh, sehr gut. Setze deine Reise fort, Lucius. Nun wirst du weniger leicht entdeckt und kannst mehr Seelen für mich ernten. Das ist natürlich praktisch. Eine sehr, sehr praktische Eigenschaft, die uns da unser luziferischer Vater geschenkt hat. Na, bei mir ist nämlich jetzt schon ziemlich spät. Und dementsprechend werde ich jetzt die Folge beenden. Mal gucken, was jetzt hier noch kurz kommt so. Das kann man noch schnell anschauen, ob da irgendwas bla bla. Ich weiß, wir hatten dieses Jahr Schwierigkeiten, aber es soll unser Weihnachten nicht verderben. Wir haben einander als Familie. Wir sollten unserer Freunde gedenken und unserer treuen Angestellten. Ha. Ich bin nicht sicher, wie du mit solchen Reden noch eine Amtszeit im Senat gewinnen willst. Dad! Alistair, bring uns bitte noch eine Flasche Burgunder. Und könntest du noch die Weihnachtsbeleuchtung einschalten? Okay, alles sicher, dran. Sir. So, an dieser Stelle machen wir wie gesagt einen Cut und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ihr seid bei NerdRED, ich bin der Gabriel. Danke euch fürs Zuschauen, bis bald.